So, neue Runde LOL mit Kati und mit Sebi. Hi. Hi. Okay, der Mundo will der bei Blue anfangen, oder? Scheint so, ne? Scheint wohl so, ja. Ich weiß gar nicht, was skillt man denn mit Mundo mit Level 1? Wahrscheinlich Masochismus, oder? Ich weiß nicht, der hat da so ein AOE-Ding da. Ach, das skillt Das man, ja. geht, ich weiß es nicht, oder? Kein Plan. No. Jungle kann man ja jetzt echt mit jedem, ne? Ich meine, Ich gut, hab den Mundo noch ist nie ein guter Jungler. gejungelt. Mundo ist ein guter Ich hab Jungler, den auch aber noch nie auf Lane gespielt, also von daher. ich habe letztens schon Blitzcrank-Jungler gesehen, mal von daher. Also. Wenn man halt drauf hat mit dem, geht das richtig gut ab. Mit wem? Mit Dann ist Mundo? einmal einfach so ein, ne, mit Blitzcrank, ey. Ja. Wenn auf Also, einmal ich da weiß noch. einfach so ein Arm aus dem Busch kommt, ey. Ich weiß noch, früher, da war das so, ey. Da musstest du ja echt noch mit jedem, fast jedem Held Stoffrüstung und 5 Heiltränke mitnehmen, damit du überhaupt nicht abkackst im Jungle, ey. Ich habe mich ja nicht reingestellt. Kein Problem. Hey. Da siehst du hier, der hat das AOE-Ding. Hier. Ja, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, ich kenne mich mit Mundo nicht aus im Jungle. Ich weiß noch, auf Lane skillt man direkt das komische Beil. Der wird Habe ich bestimmt mir da aber schon hochkommen. fast gedacht, ey. Nur der für eine AP-Rack hat, ey. Was hast du denn geskillt, Sebi? Ich hab eh geskillt. E, okay. Aber der wird bestimmt gleich hochkommen. Warum auch Ach immer. so. Möglich, ja. Aber ich hab mir dann im Nachhinein auch gedacht, aber. Sicher, dass du mit mir fertig wirst. Jetzt drängen die mich hier von den Creeps ab. Ich glaube eher, dass er Richtung Westen von denen geht. Oder auch nicht. Hey, wie ist denn der voll auf einmal, der Graves? Augenleuchtende Hatte der... Farben. Darauf stehe ich. Boah, das Schild von der... Alter, die hat 54 AP, die Janna. Ach du Scheiße. Deswegen blockt das Schild so viel. Ach du großer Gott, ey. Die haben keine Wardspot, ne? Komm schon, Mundo. Ein gescheiter Gank und dann haben wir die Lane im Sack. Oh, wir haben einen Random. Der geht, kommt gar nicht zu uns. Ah, der hat ja auch ganz wenig Life. Heftig, ne, dass die Janna sich einfach mal einen Dorans Ring gekauft hat, first. Mann. Oh, jetzt habe ich die Creeps geblockt, ey, so eine Scheiße. Haben die im Also, ich Jungle? schreib's ihm Oben noch rechts. 200 Mal, damit er vielleicht auch mal Bot kommt. Nun wird nicht übermütig. Pukamon heißt der, ey. Was ist denn ein Pukamon? Ja, Mundo, das war... Egal, die kriegen wir auf jeden Fall. Den anderen auch. Ja! Sehr schön. Ja! Good job, ey. Ich habe voll gut mitgeholfen. Sehr Ja, schön, ich ey. habe geguckt, wenn es dann, ich habe so gebetet, dass er ready wird und er war ready. Ich bin extra die ganze Zeit auf der Jungle geblieben. Weil ich habe schon gesehen, ihr beide habt den Gravestar Ja, zu wir haben klein es schön gekloppt. gemacht. Bleib auch mal kurz Oh. geschoben. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall hier echt dicke Advantage hier auf der Lane. Ich gehe mal kurz warden. Ich gehe gleich mal back. Machen wir direkt zwei Dorans. Ich dachte erst, sie kommt weg, die Wollen noch Janna. kurz ein bisschen farmen und so? Ich habe Ja, noch gar sicher. nichts. Ich farm auch noch ein bisschen. Was? Wie können die das überlebt haben? Ah, ich geh jetzt weg. Sonst kriegen wir hier auf den Sack. Lol, die hat mit 10 AP überlebt auf Top-Lane, ey. Der wohl Scherz, ey. Ah, River ist gewardet, gut. Sicher, dass du mit mir fertig wirst? Ich schwöre. Gut. Aber das war gut, dass der direkt ganken gekommen ist, ne? Das musst du eigentlich auch machen. Wenn Ja. die keine Wards haben, du Ja, musst das das muss man einfach sofort ausnutzen. ausnutzen, Ja. ja. Das ist einfach so. Ich meine, das ist noch kein Versprechen für die Lane, aber einfach mal ein guter Start, ne? Ja.
Vor allen Dingen war das gut, dass wir auch gesplittet sind ein bisschen. Weil der Graves hatte Schuhe, deswegen ist der Mundo wahrscheinlich auch auf den gegangen. Die Janna hatte ja nicht mal Schuhe. Ich musste zwar Flash usen, aber... Hallo Pokémon. Boah, sehr schön, ey. Sehr schön. Good job again, ey. Bin auch. Immer nichts mehr. Oh, scheiße, ich hätte noch was machen sollen. Nein! Sorry, ich wollte dich. Ja, okay. Oh, fuck. Jetzt kommt der Epic fuck. Kill. Nein! Der war nicht in Range. Ich dachte, jetzt kommt hier... Der Übersprung von der Kugel. Ah, wir haben auf jeden Fall hier... Also das ist sau easy oben gegen die, war. Ja, sehr schön, dann läuft das doch hier doch ziemlich gut. Ah, die hat so, Exhaust hier. Raus. Ist okay, die hat Exhaust raus. Ja, ja, sehr schön, ich hab nur die secured, alles gut. Macht mir gar keinen Damage. Oh, ich würde ihn so gerne töten. Echt, Kyle macht dir gar keinen Damage? Ne. Hab ich gar nicht gedacht, ich dachte die macht... Die war schon einmal back und kann nur hinten rumstehen und immer mit ihren Dingen da. Komm Grace, ein Fehler, ein Fehler. Mach ein. Ah fuck. Ah, der hat trotzdem noch 40 Last Hits wie ich, ey. Bitter. Oh, der Mundo stealt erstmal. Oh oh, ich glaube, der kommt die hin. Ah, der ist schon weg, gut. Hier! Nee, nee, oh, Kati, nicht. Egal. Und vor allem darfst du nicht das Schild unterschätzen, weil die Janna hat echt eine Menge AP. Das kam ja später. Als ist er weggedasht und so drauf. Ich schieße immer zuerst, sagt die Miss Fortune. Das meine ich mit Tarik. Das kann man einfach mit Tarik machen. Soweit. Tarik kannst du einfach Druck auf der Lane aufrecht halten, obwohl der gar nichts macht. Einfach nur, weil er da ist. Oh yeah. Das war sehr schön. Last Hit Failer, ey. Du? Ja, hast du oben Dick Farm oder? Boah, 71 hast du schon, ey. Ach du Scheiße. Ja, Joe ist aber auch echt bitter. Ja, Joe ist echt bitter. Na, guck mal, sie trauen sich einfach nicht raus, weil sie wissen, sie werden gestunt, sobald sie kommen. Ja, siehst du, das meine ich ja. Brav sind sie. Na, na? Bin nicht erlaubt. Bleib am Tower. So, und das musst du einfach machen. Sowas war das auch gestern mit dem Warwick, was ich gemeint habe. Einfach Outzone. Dass die einfach auch gar nicht an die Creeps rankommen, um die zu lasten. Lol. Hat der gerade echt mit der Ulti die Creeps gelastet? Oh mein Gott. Ja, er bekommt ja sonst keine Creeps. Ich glaube, der Graves ist ziemlich mad, ey. Ich glaube, ich gehe mal kurz warden. Oh, warte, ich bleib mal kurz bei dir. Weißt du, TF irgendwo? Ach, haben die TF? Nee. Wir haben TF. Jetzt erinnere ich mich auch. War ich nur auf den drauf. Mal keine Angst. Sorry. Oh, schade. Ich glaube, du hast eh keine Angst mehr. Wie ich die beide gekillt habe, ne? Alleine. Fast. Und der TF kam nur noch vom Abstauben da oben. Na. Och scheiße, Mann. Oh, langsam mach ich Damage. 100 Gold mehr, ne? Und dann hätte ich mir direkt Instant Rot auf Edges holen können, ne?
Dann hole ich mal Höllenzepter. First. Die sind vom Tower weggekommen, habe ich sie nicht erlaubt. Muss ich sie für bestrafen. Ich halt das erste Mal weggehen mit 3000 Gold, ne? Ja. Ist halt echt heftig mit Tarik, ne? Tarik macht halt auch selber schon so viel Damage. Ja, es geht aber halt auch nur, wenn du am Anfang ja, die Vorteile der Lane hast. Deswegen war der Gank am Anfang einfach elementar wichtig für Tariks Dominanz hier gerade. Ja, auch der zweite Gank. Jawohl, nice. Dass wir halt gewordet haben und so pushen können und, ne, überhaupt. Nein, jawohl, doch am Team Red nicht failed. Alle Beschäftigten, der Jungler überall anders helfen muss. Bot eh schon aufgegeben ist quasi. Und töten wir halt dich. Nein, ihr wollt nicht getötet werden? Dann nicht! Derb ich halt! Vergessen meinen Hitschrank zu drücken. Aber ist okay. Ja, das war ein bisschen schade. Ein Tick mehr von der Ulti von mir und der Graves wäre gestorben. Ah, der ist halt geflasht und dann ist da halt ein bisschen ungünstig. Ja, ja, die Janna hat mich auch reingehauen. So, ich gehe jetzt mal backup meine Attack Speed Boots und mein VB-Schwert. Ja, ich bin ja mal echt gespannt, was die neuen Items alle so an dem Game hier grundsätzlich verändern werden. Ja, ich glaube, ich habe schon ein paar Items gesehen, die für manche Heroes auf jeden Fall echt krass sind. Also auch so Items wie für Supports, dass du, glaube ich, alle 3 Minuten ein Ward legen kannst für 60 Sekunden. Ein kostenloses. Ja, auf die Support-Änderungen freue ich mich auch, aber ansonsten habe ich ein bisschen Angst vor den Shop-Änderungen, weil erstmal kenne ich mich im Shop so gut aus und ich glaube, es irritiert mich mega, wenn das alles anders ist. Also ich finde ehrlich gesagt, der Shop ist echt übersichtlicher, der neue. Weil du musst ja, nicht mehr verschiedene Raster drücken, wie Tränke oder Magie oder sonst irgendwas. Sondern du kannst einfach, es gibt einfach empfohlene Items bei dir und du kannst ja auch eigene Item-Builds wahrscheinlich später einfügen. Weißt du, dann kannst du quasi nach deinem Item-Build spielen. Mundo, hallo! Oder MF meinetwegen auch. Aber ich meine, ich habe auch keine richtigen Probleme. Nur ein bisschen. Wir kommen alle runter. Naja, ich bin auch hier. Also mindestens 3 sind bottom. Also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, da wird eine Menge an dem Game hier ändern, glaube ich. Auch wenn viele meinen, das sind nur gerade so kleinere Änderungen, bei den Masteries zumindest, aber ich glaube, das ändert schon eine ganze Menge. Die Sichuani ist hier, ne? Denk dran. Okay. Der reckt sich aber auch schon krass hoch, oder ey? Ja. Heftig, ey. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Da ist die Sichuani. Hi. Ihre Gangs sind aber auch immer sehr komisch, oder? Ja, ich glaube, die wollte denen nur eben eine Chance zum Farmen erlauben. Immer noch da? Ja, wie hat mich das denn getroffen, bitte? What the fuck, Alter? Hast du das gesehen, ey? Die scheiß Eiskeule fliegt irgendwie 200 Meter neben mir, ey. Und... Nee. Hammer, ey. Da komme ich ja nicht drauf klar, ey. Let's do this one. Free Farm. Muss einfach nur dick gefarmt werden hier unten. Ich mache auf jeden Fall mehr Damage als der Graves. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem Farm. Ich dachte, die anderen werden weg. Entschuldigung. Aber dafür kriegst du den vielleicht. Mann, fick dich doch, ey, diese scheiß Janna, ey. Boah, da krieg ich einen dicken, ey. Oh. Na, wenigstens kriegen die jetzt alle. Komm schon. Lol. Hallo? Warum bleibt ihr nicht auf der drauf? WTF, ey, oh. Double Face Palm, ey, ohne Scheiß. War natürlich auch ziemlich dumm von mir, da ich dann meine Ulti nicht mehr hatte. Lol. Ich hätte die dumme. Oh Mann, ey, dass ich den Graves nicht mehr gekriegt habe, ey, weil ich... kann mich nicht drauf klar, ey. Naja, Janna Ulti hat mich einfach... überrascht. Naja, deswegen, ja. Sonst hätte er auch nicht überlebt. Wenn die nicht geheilt hätte, die Ulti, dann
Ja, die hat halt auch eben schon schön geultet, ne? Ja, war wieder okay. Im Tower waren, als du den Tower reinge... Ja, ich, also ich meine, das hätte auch ganz anders ausgehen können, ganz ehrlich. Weil die waren alle ziemlich low. Also... Ich noch mal kurz zum Drake geworden. Wie gesagt, hätte ich meine Ulti ready gehabt, dann wären die alle gestorben. Ach ja. F ist halt einfach dieser stackbare Effekt, ist einfach nur krass, finde ich, ey. Wenn du den einmal hochgestackt hast, viermal, ey, dann machst du so viel extra Damage mit jedem Auto-Attack, ey. Gehen wir den noch? Mann, natürlich hat die scheiß... Janna Exhaust ready, ey. Ja, ich hab mal... Ich hab... ob ich soll oder nicht, und dann... Na komm jetzt aber. Kann doch schon wieder nicht wahr sein. Die haben wieder alles ready, das gibt's nicht. Gibt's doch gar nicht, echt. Wie kann man denn so vom Pech verfolgt sein? Ich sag ja. Nein. Die Leute, die schieben sich einfach jeden Morgen zum Frühstück, schieben die sich rektal 20 Hufeisen rein, ey. Steigert die Glückquote um 7000%. Mal sehen, was können wir da mal machen? Wir könnten mal die Syrer machen. Wobei, die macht ganz schön Aua, glaube ich. Ich werde mal hier Mitte wegfahren. Pass auf, die Syrer könnte vielleicht top kommen. Ohne die ist hier noch gewesen und hat mich gesehen, da ist auf jeden Fall ein Ward drin. Ganze und Dings aufgesetzt. Wollen wir Drake machen? Weiß nicht. Nicht gewardet. Eigentlich gewardet. Ja, ich weiß. Ist nicht gewardet, sag ich ja. Aber wenn die jetzt kommen... Okay, die kommt. Salva ist schon die da. Die kommt. Lass den auf jeden Fall weg. Die Graves und Janna kommen auch. Wir sind ganz weg, glaube ich. Ja. Ist besser wahrscheinlich. Wir sind einfach alleine, lass uns lieber vorsichtig sein. Ich geh mal eben back und hau mir meinen Spitzhacke. Weil war gerade auch einfach wieder so Pech, oder? Dass die beide einfach weggekommen sind. Ja, das war mega Pech. Aber hätte ich dringend gebraucht, das Gold. Aber der Tower war auch schon ziemlich. Hätte ich die scheiß Ulti nicht gehabt von der, die scheiß Exhaust nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich den Graves noch mit meiner Ulti gekriegt. Wobei der war, glaube ich, auch. Ja, ich dachte auch, dass du den mit der ja, kriegen würdest eigentlich. Deswegen habe ich das ja gemacht, aber ich. Ich glaube, der ist auch out of range gesprungen mit seinem scheiß Dash. Wie lächerlich. Pass auf, ey. Die kommen top. Ja, sollen sie kommen, ich bin weg. Okay. Wie lächerlich, port das zweite Mal weg mit 3500 Gold. Ja, oh Mann. Holst du keinen Roll of Ages mehr, oder was? Doch, jetzt. Was denn? Du spielst also auf AP, ja? Gut zu wissen. Lululululul. Du bist schon voll groß. Nein, ihr macht mich nicht. Ja. Macht mich auf keinen Fall. Ja, wird voll aufgeladen, ne? Läuft. Ach, ich hab Lust, ey. Man, die Kylie kann halt gar nicht. Oh nein, jetzt ist mein Drake ohne Wards. Bin gleich da. Ich glaub nicht, dass die Drake machen. Da ist ein Ward. Hier kommt ein. Nein, oh. Natürlich hat der Flash. Aber egal, wie es aussieht. Sehr schön. Good job. This one. This Janna. Ja! Der Mundo hat getroffen. Oh, oh. Die werden natürlich alle hochgeschleudert. Oh, so ein Fail. Ah, oh, die haben aber auch einfach so viel Scheiß, ne? Die einfach... Ach fuck, ich wollte noch dahin setzen, wo die Ward ist. Ich vergessen. Hallo, all. Boah, das Alba Ulti tötet mich! Ich möchte mich hier hinten verstecken. Lebe nämlich noch. Mann, komm schon. Mann! Wow, fast hätte mich die Pflanze getötet. An die hab ich gar nicht gedacht. Voll gut, dass ich noch lebe. Scheiße. Fast einen Triple Kill machen können, ey. Scheiße. Janna kam da noch weg. Ulti einfach von hinten reingehalten, ey. Richtig cool. Boah, der TF macht aber auch schon Aua, ey.
So, jetzt habe ich Bleivergiftung schon auf 4. Man macht auf jeden Fall schon übelsten Bonus-Damage. So, Mitte abreißen oder was? Kannst du nicht auf deinen Spot warten? Nö. Scheinbar nicht. Ja, ich mag mal zu bezweifeln, dass das Absicht war vom Twisted, aber... Ja, die Lucky, die ist, ne, wieder... Heftig, oder? So, jetzt habe ich mein Infinity Edge. Jetzt kann ich Damage machen. So. Ich habe auch 4-1, habe mehr gefarmt als der Grace. Zwar nicht viel, aber... ein bisschen. Boah, der Entangle, ne? Der hält aber auch echt übelst lang, ey. Ist richtig böse, ey. Ui, die Sichuani. Und wie weit die Ratte hier, das Geist, der Geist rauskommt, auf die Lane sogar. So. Ach man, ich wusste, dass ihr so burstet, hätte ich da keinen Exhaust drauf gemacht. Ja. Ich dachte, die flasht gleich bestimmt back und... Ich komm gleich wieder an, ihr komisches... Fail. Kommt sie wieder mit ihrem dicken Schwein einfach reingesprungen und macht ihre Ulti, pass mal auf, ey. Sag mal so, weiß der Johnny. Ah, Minion gekriegt. Dead Queen. Ist der Red von denen da? Nein. Schade. Nö. Hey Jenna, komm doch hier rein. Ich will auch, ich habe auch an Jenna gedacht. Ich hatte auch gedacht, das wäre eine oder Graves kommt vielleicht auch. Irgendwer kommt gleich auf jeden Fall. Irgendjemand kommt gleich. Definitiv. Kann nur dran glauben. Sind die alle woanders hin? Können wir die Mitte holen? Wartet mal, ich glaube die. Gut. Ich glaube, die Werbung. So schön, wie ich mir erhofft hatte. Wir können top einfach diven mit Mundo. Cool. Ja, das war schon sehr cool. Der Mundo hat übrigens noch volles Life. Ist ja sehr cool. Tschüss, Anna. Tricky Grace, tricky, tricky, tricky. Der Pokéflash. Oh. Oh. War nicht schlecht gemacht. Macht euch weg. Lol. Wie die alle wegflashen, ey. Hammerhart. Richtig lustig sah das aus. Können die nicht einfach alle sterben? Ich muss back. Das wird jetzt bitter für euch. Das sind einfach zu viele. So. Die Jenna hat den Kill gekriegt. Ja, das war natürlich auch cool. Gut, ey.
brauche noch 50 Gold, ein Scheiß. Wie gut, Ripper von uns ist ab. Die Keil, ne? Das ist auch lustig, wie die noch. Ich glaube, ich habe noch nicht eine Ulti von der Keil gesehen. Weil die einfach im Stun immer stirbt. Ah, da können wir nichts machen. Weg. So, aber der hat da schon... Da. Ah. Ah, epic! Hast du das gesehen? Kackenreist. Kein Problem. Geh hinterher, Kati. Hau rein. So, Hauptsache ich flash da runter und dann steht auf einmal die Janna neben mir und ich mache einen Auto-Hit und die ist tot. Viel zu cool, ey. Scheiß drauf, Mann, der ist sowieso weg. Ja, der ist eh weg. Ich musste auch eh rüberflashen, weil der Grace hätte mich sonst getötet. Ja, ich hab's gesehen. Die Smokebomb, die war einfach bitter, ey. Die hat mich echt... Wenn du da komplett drin stehst, ey, hast du einfach keinen Sichtradius mehr, ey. Das ist richtig mies. Ah, Tower ist weg. Hier oben? Nein! Aha. Ui. Boah, wäre die an mich rangekommen, glaube ich, hätten die mich vielleicht gefistet, ey. Mann, die Syrah fokust dich auf jeden Fall. Die Syrah macht übelst krass Damage, ey. Echt, die ist richtig bitter. Also, die macht mir schon ordentlich Aua. Haha, 5 Gold. Ich noch sterbe, nur weil die blöde Keil behindert ist. Jawohl. GG. Krass. Oh, meine Ulti hat richtig schön in die Reihen geknüppelt, ey. Mittlere Nibi ist auch gleich weg. Ja. Boah, ich hab 5000 Gold, ey. Ich muss doch mal weg, ey. Na gut, ich geh glaube ich nicht. Ich kann glaube ich eh nicht mehr weg. Na gut. Ah, das war einfach zu kackendreist auch am Anfang schon, fand ich, von der... Damit, mit einem, Dorans Ring zu starten, das war irgendwie echt schon, da muss man schon sehr, sehr mutig sein. Ja, das war's mal wieder für heute mit LOL. Wir hoffen, euch hat's gefallen und sagen bis zum nächsten Mal.